Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur dritten Folge zu The Older Worlds. Wir haben jetzt das Schiff erfolgreich Besitz ergriffen. Sollen nur so eine komische Energiekern jetzt holen. Und ja. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, ma'am, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Ich habe gar keinen Job. Ich kann auch mit roher Gewalt bezahlen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich führe eine Raumschiffssicherheitsinspektion durch. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager or to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Pass auf dich auf. Okay. Nach Osten. Okay. Haben wir uns sehr gut auch ausgeredet. Müssen wir zum Beispiel, müssen wir erstmal nichts bezahlen. Oh, schade, mir fehlt irgendwie das Rutschen. So, dann dort. Oh, ein Schiff. Ob man dann noch auf andere Planeten kommt. Oh. Dürren. Dürren, dürren, dürren. Du hast sie kaltblütig ermordet, du Schwein. Stirb dafür. Das ist nicht gut. Ben. Au, 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 au. Bam, bam, bam. Hat das so episch aus, ne? Ah, erstmal Luft. Okay. Wir nehmen alles mit. Ich habe eigentlich keine Angst davor. Ich habe nur Angst zu sterben, weil ich nicht weiß, wo das Spiel speichert. Das ist tatsächlich so meine größte Angst. Ein Heilteil will ich mir jetzt auch nicht nochmal reinballern. Wir bleiben jetzt erstmal auf dem Weg. Das? Okay, komische Geräusche. Ah, der Friedhof. Ich will aber irgendwie lieber irgendwas Vollautomatisches haben. Hallo. Hat schon so einen Vollstiesel. Where'd you come from? Don't go ambling out in those hills. That's Marauder territory, friend. Meine Kapsel ist in Hügeln da hinten abgestürzt. What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low, low prices. Ist mein Ehre. Ich bin Alex, Captain der Unreliable. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Diese Sort. Mit wem? Nee, ich möchte ein bisschen Geld verdienen, solange ich hier bin. Got a knack for being discreet like? There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites. We rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see? Ah ja. Soll ich die Gebühren, die man dir schuldet, eintreiben? Ist kein Problem für mich. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Wieso ist Abernathy ein Sonderfall? He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Wo kann ich die Leute finden? Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy, I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is.
He's over by the landing pad. Da war noch was, was ich dich fragen wollte. Ja. In dieser Stadt muss einiges in Argen liegen, wenn du so viel zu tun hast. You could look at it that way, I suppose. You could look at us and say, those Edgewater saps lost near every soul to plague. But you'd be wrong. We're survivors. Loyal company folk, brave in the wilds. Hast du dir keine Sorgen, dass du krank wirst? Every now and again a virulent plague sweeps through our town. That's life on the frontier, I suppose. A body grows accustomed. Mit wem kann ich über einen Energieregulator sprechen? Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Okay, bin schon weg. So. Wir haben eine Nebenquest. Nebenquest. Wo sehe ich denn das? Aktiv setzen. Ah ja, sieht doch gut aus. Lass mal zuerst mit denen reden. Anscheinend ist die Stadt ein eigenes Gebiet. Das ist wahrscheinlich der, der unten am Landeplatz ist. Oder in der Fabrik. So oder so. Da kommen schon echt gute Fallouts. Gefühle wieder hoch, muss ich sagen. Hey. Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. Silas hat mich geschickt. Du schuldest ihm Grabgebühren. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Alles in Ordnung, du wirkst verwirrt. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automaton of iron and lies. Ich hab keine Ahnung, von was du redest. Just my luck. I ask for backup and the boss sends me one of them simple folk. All right. Listen real close. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about. Firing at the birds. Orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing shoulder to shoulder with the resistance? Wenn dein Widerstand Söldner stellt, sehe ich mich bereit. I've been gathering up a war chest over the years. So tuna cans mostly, some spaces chaw, few bit parts. Huch. I'll reward you for your aid. Moment, hier ist gerade mein Stick ist mir runtergefallen. Richtige Armeen zahlen Registrierungsgebühren. Investment fees? Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the resistance. Ich sag euch, Überzeugung ist wichtig. Was soll ich tun? They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Okay, und wenn ich diesen Roboter schwer ausschalten soll, könnte ich ein paar Tipps gebrauchen. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. Okay. Dann haben wir schon den nächsten Auftrag. Habe ich jetzt eigentlich einen Ruf, weil ich jetzt den Widerstand angeschlossen bin? Würde mich jetzt sehr interessieren. So, by the way. Nö, okay. Nö, dann halt eben nicht. Ich kann zweimal dashen. Achso, nee, das heißt zweimal für A. Dieses X immer, das ist so. Ah, ich hasse es, wenn man X drücken muss. Ich drücke halt, ich lese X und drücke A. Ah, ich habe gerade gelesen, auf Altraum sterben die Begleiter. Sehr, es ist sehr schön.
Fühlt sich ein Packesel, du kannst Gegenstände im Behälter auf deinem Schiff oder an anderen Orten der Welt lagern. Der Erdrat wurde nach dem großen Krieg gebildet. Okay, also ich habe halt immer noch keine Ahnung, was es geht. Ich wurde erwacht, die Kolonisten möchte er retten und ja. Edgewater. Okay. Es sieht immer noch so. Und hier ist ja anscheinend die Seuche. Hallo. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Du kannst meine Hände gerne von nahen sehen. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Silas schickt mich, um deine Schuld einzutreiben. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. Dieses Rausgerede, ja. Das heißt, du bist pleite. As broke as pie crust, friend. Bitless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Was für ein Auftritt, Conrad? Du musst heute Schauspieler werden. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay. And that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Stell Silas einen Schuldschein aus. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No. That won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Sag mir Bescheid, wenn dir etwas einfällt. Much obliged. Weißt du schon was? What can I do for you? Du klingst, als hättest du Ahnung von der Materie. Mit der Medizin kenne ich mich auch ein wenig aus. Oh? Am I in the company of a fellow doctor? Dafür musste man den Begriff Arzt schon etwas weiter erfassen. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Du bereitest also Leichen für eine Beerdigung vor, ein ziemlich spezifischer Arbeitsbereich. You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility. Alive or otherwise. Whether you're showing up to work or going to that great cannery in the sky, it's my job to make you look like a million bits. Ich möchte mein Schiff reparieren. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Der Vikar? Vicar Maximilian, our man from the OSI. Here to spread the message of scientism, like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. Du scheinst ihn ja nicht sonderlich zu mögen. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Ich möchte gerne ein paar Fragen stellen. Go ahead. Was gibt's denn so? Was weißt du über die Seuche? The plagues come at us with a vengeance this year. Lost 6 workers in as many months. I wouldn't call them good workers, mind you. If they were any good, they'd have been treated. Still, it is a shame. Was sind die Symptome? Fever, chills, fatigue, aching, vomiting, an excess of phlegm.
A tendency towards belly aching. Warum behandelt ihr nicht all eure Arbeiter? Company policy, friend. We don't have enough medicine to treat all of us, so we treat the best among us. Wessen Idee war das? Mr. Thompson's brainchild. Have you met him yet? Thoughtful looking fellow, stares out of his office most hours. Scheint ziemlich begeistert von diesem Ort zu sein. Edgewater has been good to me. I consider myself privileged to work here. I am never wanting for work, not since the plague started. Klingt ganz schön anstrengend. As the good vicar says, work fortifies the spirit of a man. If you want to feel exhausted, try not having any work. Okay. Konrad. Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacers, Choice, Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer musste seine Leichengebühren zahlen. Das würde uns ruinieren, dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hatte einen kompletten Schatzgoldzahn von Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verkügeln die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Pits die Leichengebühren und niemand muss es erfahren. Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück, rede am besten gar nicht mit mir, gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis, geh. Bis ins Grab. Okay. Ist mir in die Tasche gefallen. Okay. Da geht's wieder raus. Das ist sehr interessant, diese Stadt hier. Haben alle sehr merkwürdige Jobs. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Well, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post tomorrow, bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Willst du mir verraten, was dich so nervös macht? You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Ja. Ich bin hier, um deine Grabgebühren einzutreiben. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Du bist wahnsinnig. Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis bewahren könntest? Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave and now he wants to charge me for the other one. Das ist sicherlich alle sehr tragisch und herzzerreißend. Bezahl einfach, damit ich von dir verschwinden kann. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelance him for me, I could really use the help. Hängt davon ab, was du brauchst. Couple hours out of your day and some light second story work. That's all. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Mach ich. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, law, it's in my spleen now. I can feel it. Gibt es etwas, das ich über dieses Versammlungszentrum wissen sollte? Just keep your head down when you're in there.
Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. So, du gehst ein ziemlich großes Risiko ein, um mir zu vertrauen, das ist dir klar. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Okay. Die Kiste da. Ah ja. Alles Diebstahl. Ich mach das schon. Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracycline is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Ich sehe schon. Okay, wir sind dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und somit auf